Ja, machen wir mal einen Vermögenscheck heute. Das brauchst du mit 25, 45 und 65. Ich bin Christian Richter, habe mir ganz nebenbei ein stattliches Cashflow-Portfolio mit Aktien, Immobilien und Kryptowährungen aufgebaut, von dem ich nur leben kann und verhelfe das auch anderen zu schaffen. Heute verrate ich dir, was du konkret in welchem Alter haben solltest und was zu tun ist, um dahin zu kommen, falls du noch nicht da bist. Genau, was machen wir jetzt in der Folge? Also wir gucken uns mal die Herausforderungen an für den Vermögenscheck. Also wenn du jetzt 25, 35, 40, egal welches Alter du hast, ich habe also ein paar Grenzen gesagt, was für Herausforderungen in welchem Alter ungefähr hast, wie viel du ungefähr haben solltest, was du tun solltest, was die Herausforderung generell. Ich habe ja auch letztens eine Folge gemacht zum Rentenkollaps, also dass unsere Rentenversicherung bald zusammenbricht und du wahrscheinlich auch keine Rente mehr sehen wirst, wenn du jetzt mein Alter hast. Wenn du jetzt vielleicht gerade erst in Rente gegangen bist, wird es vielleicht noch gut aussehen, aber danach wird es vielleicht ein bisschen eng. Guck dir auf jeden Fall gerne diese Folge auch an, verlinke ich dir oben. Genau, ansonsten, nächster Punkt, aller Anfang ist schwer. Früher anfangen lohnt sich wirklich. Also da ist jedes Jahr wirklich sinnvoll. Wenn du jetzt nichts gemacht hast, dann starte auf jeden Fall sofort. Warum das so ist, erkläre ich dir in diesem Punkt. Dann erkläre ich dir für jedes Alter die richtige Summe, also wie viel du ungefähr haben solltest. Das ist so ein bisschen meine Baseline, so ein bisschen der Grundstock. Genau. Und der nächste Punkt, deine persönliche Checkliste dahin, also was du schon gemacht haben solltest, was du machen kannst, was deine Optionen sind. Und wenn dir das Thema gefällt, lass mir doch gerne ein Like da. Vielen Dank. Ja, das Leben ist unberechenbar und umso wichtiger ist es eben, Unsicherheiten und Risiken zu bedenken und für sich und die ganze Familie eben vorzusorgen. Also wenn du irgendwann denkst, okay, ich habe jetzt 2000 Euro, die ich irgendwie verrenten kann oder sowas, weil du eine Summe X hast oder weil du vielleicht Assets hast, dann hast du vielleicht nicht an deine Familie gedacht, vielleicht geht es da ein bisschen anders, vielleicht hast du eine Frau, Freundin, Partner, wie auch immer, Kinder, die verdienen ja erstmal kein Geld, vielleicht. Also je nach Zusammensetzung vielleicht. Vielleicht auch weniger, vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Das sollten wir auf jeden Fall sich jetzt mal angucken. Denn wir können ja alle irgendwie plötzlich in Situationen auch geraten, auch du. Das ist keiner von uns gefeit, indem sich von einem Moment auf den anderen eben Sachen auch ändern. Und dafür, ja, ich weiß jetzt nicht, wie du dich da informiert hast. Es gibt so Erwerbsminderungsrente oder es gibt so Sachen, die man halt kriegt, wenn man vielleicht auch nicht mehr arbeiten kann. Das ist jetzt alles keine tollen Situationen. Aber die Rente an sich ist ja erstmal ja, 65. Kannst du vielleicht ein bisschen früher in Rente gehen, wenn du Erwerbsminderung hast. Wir wollen jetzt das ganze Thema Berufsunfähigkeit vielleicht jetzt hier nicht angehen. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, dass du zu einem gewissen Lebenszeitpunkt eben schon ein paar Sachen gemacht haben solltest. Sonst wird es irgendwann schon hinten raus ein bisschen enger. Fang einfach früh an. Und genau. Und ob du eben mit 25, 45 oder 65. Es gibt für jedes Alter und jede Situation eben eine ungefähr, ja, ungefähre Marke, die man schaffen sollte. Also aus meiner Sicht, die ich heute sage, die ist relativ gering, sage ich mal. Das ist aber auch deswegen so ein bisschen die Mindestmarke. Klar gibt es hier viel Spielraum und viele wissen halt einfach nicht, wie rechnen sie sich das aus, wie gehen sie da ran, wie gehen sie da gedanklich ran. Hier gibt es viel Spielraum und kommt eben auf deine Situation, dein Ort, deine Erwartungen, dein Lebensstil an. Wie planst du dein Leben? Kann ich jetzt hier natürlich nicht allumfänglich für jeden beantworten, aber vielleicht nimmst du dir das eine oder andere mit, was dir auch helfen kann, das für dich zu machen. Und wenn du eben Fragen hast, melde dich da auch gerne bei mir. Können wir ja auch das genau für deine Situation auch mal durchsprechen. Ganz easy, kein Problem. Genau. Viele machen sich eben hier diese Gedanken aber nie. Ist schon mal cool, dass du jetzt so ein Video dir anguckst und gerade dann eben irgendwann in massive Schwierigkeiten. Und nämlich dann, wenn diese Sachen nicht mehr automatisch aufgehen. Also wenn du sagst, okay, naja, bisher hat alles gut funktioniert. Ja, das ist bei vielen so. Frag mal Leute, die vielleicht mal in Schieflage geraten, weil sie vielleicht mal eine Zeit lang nicht arbeiten können. Burnout und solche Themen sind trendiger denn je. Ich sag mal, trendiger, aber ich glaube, die Häufigkeit nimmt massiv zu, psychische Probleme und Depressionen. Auf einmal sagst du vielleicht für sich selber, ach, ich kann nicht mehr als 20 Stunden arbeiten. Und dann verdiene ich nur Summe X. Damit komme ich aber eigentlich nicht klar. Solche Sachen schon mal vorzubeugen und da nicht auf irgendwelche fadenscheinigen Versicherungen oder andere Sachen angewiesen zu sein, die vielleicht am Ende dann gar nicht zahlen oder nicht, ja, nicht so eintreten, wie sie es vielleicht eigentlich hätten sollen oder wie du deine Erwartungshaltung wären, dafür bereiten wir uns ein bisschen vor. Und natürlich, guter Nebeneffekt, hast du dann eben auch eine easy Rente, sage ich mal. Und idealerweise, so wie bei mir zum Beispiel, dass du nach einfach 15 Jahren, je nachdem, wie alt du jetzt bist, eben zu dem Zeitpunkt schon eine Rente hast und einfach Entscheidungen treffen kannst, die du so nicht treffen könntest, wenn du auf dein Einkommen angewiesen wärst. So, dann gucken wir uns das mal an. Was, Thema 1, was sind die Herausforderungen? Aus meiner Sicht ist, glaube ich, die größte Herausforderung erstmal Unwissenheit.
Viele wissen nicht, was geht, viele wissen aber auch vor allem nicht, was nicht geht und was sie nicht tun sollten, aber vor allem auch, was sie tun sollten eigentlich. Wir machen es komplizierter als, also viele machen es komplizierter als es eigentlich ist. Vielen geht es einfach, vieles geht einfach einfacher, als man denkt und bedarf weniger Kapital, als viele denken. Gerne den Satz nochmal zurückspulen, ich sage ihn auch gerne nochmal. Vieles geht einfacher, als man denkt und bedarf weniger Kapital, als man denkt. Ich habe ja viele Gespräche mit euch da draußen, mit anderen Kollegen und viele, der größte Einwand ist erstmal gerade bei Immobilien oder bei anderen Sachen, ach, dann brauche ich doch erstmal 100.000 Euro Kapital, bis dahin spare ich. Ja, dann sind die meisten erstmal 10, 15 Jahre damit, wenn du jetzt nicht einen Riesenverdienst hast und einen Riesensparrat hast, erstmal damit beschäftigt, Sparvermögen aufzubauen. In dieser Zeit, und gerade jetzt, knüpft da dieses Inflationsrisiko wieder rein und macht dein Geld da erstmal massiv immer weniger. So, versuch doch gleich so früh wie möglich mit kleineren Summen, gerne auch ein paar hundert, paar tausend Euro, schon anzufangen. Also ich habe zum Beispiel, alle gerade auf dem Tisch, das sehen die Leute ja gerne in der Community, ich habe zum Beispiel meine ersten 17 Immobilien mit selbst ungefähr 50.000, 60.000 Euro Eigenkapital gekauft. Klar habe ich Co-Investoren teilweise auch dabei, aber die kannst du dir ja genauso holen. Klar habe ich Leute für das eine Projekt zum Beispiel Leute dabei gehabt, die auch ein bisschen mehr Eigenkapital gegeben, kannst du dir aber genauso besorgen. So kannst du eben den Immobilienbestand aufbauen, der ja, sich sehen lässt und der auch dir oder mir zum Beispiel ein gutes Einkommen gibt, wo ich sagen könnte, ich muss jetzt auch dieses Projekt nicht mehr machen, aber ich habe Bock drauf, auch Leuten zu helfen, weil ich genau eben weiß, diese komplizierter machen, hat mir genauso wehgetan vor der Hand. Ich habe ja auch sehr spät angefangen, wenn man ehrlich ist. Mittlerweile gibt es ja viele Leute, die schon mit Anfang 20 diese Themen sich angucken. Die werden sich mit 30, 35, 40 vor Geld nicht mehr retten können, wenn sie es richtig machen. Und das ist jetzt ein bisschen mein Appell an dich. Fang einfach früher an. Löst diese Unwissenheit auf. Du musst nicht der Professor in Finanzen werden. Du machst halt nicht komplizierter, als es ist. Und eine große Herausforderung ist vor allem, weil man eben diese Unwissenheit hat und weil man keinen Bock hat, sich damit zu beschäftigen. Nicht mal eine Stunde in der Woche, verstehe ich nicht. Da gehen die Leute lieber zu irgendwelchen Maklern, das ist der nächste Punkt eben hier, sich auf andere verlassen. Das ist eine große Herausforderung aus meiner Sicht. Kann ein großer Fehler sein, je nachdem, wer der andere ist. Irgendwelche Makler, Versicherungen, der Staat, sich auf die Rente verlassen, zu sagen, naja, die Kohle, die ich jetzt verdiene, die haue ich mal schön raus, ein bisschen spare ich, du weißt, ich muss ein bisschen sparen und der Rest läuft schon von alleine. Weiß ich nicht, also kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wird nicht so gut ausgehen. Ich will jetzt nicht mal alles schwarz malen, aber guck da einfach ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und ich bin beim letzten Punkt, weil bei den Herausforderungen, ich bin da Opfer Nummer 1, bei der Faulheit. Es ist beziehungsweise nicht genug priorisiert, weil man ja noch genug Zeit hat. Also ich habe das auch in meinen 20ern gesagt, klar, ich habe mein Leben genossen, alles cool, war im Ausland und diese Sachen, aber da ging viel Geld drauf tatsächlich, wo ich vielleicht hätte mal sagen können, okay, hätte das alles sein müssen, hätte ich das nicht ein bisschen versetzt machen können. So, in meinen 30ern habe ich nicht viel Vermögen aufgebaut. Da hätte man aber schon viel machen können, weil das hinten raus vom Zinseszinseffekt, sei es in Immobilien, ist egal, das funktioniert überall, eben sich zigfach auszahlt. Und diese Faulheit, dass man sagt, Faulheit plus gepaart mit Unklarheit und Unwissenheit, das ist der Killer für viele. Und die sagen dann, ja, im Zweifel in 5 Jahren hole ich mir dann, wenn ich dann genug gespart habe, hole ich mir dann jemanden, der das macht, das für mich, einen Versicherungsvermittler, der gibt mir dann Produkte. 2 Stunden ist das Ding gegessen. Ich unterschreibe da einfach, dann kümmert er sich drum. Ja. Und der ist aber auch dein Leben lang da. Die Versicherung ist sein Leben lang da. Das Konzept ist sein Leben lang, weiß ich nicht. Da war ich ein bisschen skeptischer, war ich auch skeptischer, habe mir die Sache angeguckt. Und mittlerweile vertraue ich diesen Sachen eben nicht mehr. Also selbst wenn sie jetzt Versprechungen einhalten könnten, weißt du, was in 20, 30, 40 Jahren mit solchen Versicherungen passiert? Was mit den Gesetzen passiert, die darauf basieren? Ich wäre da ein bisschen skeptischer. Deswegen schauen wir uns jetzt lieber mal an, wie man das umgehen kann, wie man da Sachen besser machen kann. Und das ist nämlich Thema 2. Aller Anfang ist schwer, eben früher lohnt sich. Aber jetzt anfangen ist noch besser als erst in 10 Jahren anfangen. Das sollte so ein bisschen auch bei dir im Kopf mitbleiben. Zinseszins wirkt überall, vor allem aber beim Wissensaufbau. Wenn du jetzt anfängst, 1 Stunde in der Woche zu investieren, dir so ein Video anzugucken, bei anderen Kollegen dir sowas anzugucken, dich da mal mit zu beschäftigen. Ich habe mit Anfang 20 mich mit Aktien beschäftigt, habe dann aber gar nicht gehandelt. Und das ist jetzt so ein bisschen der nächste Punkt, der wichtig ist. Mach dir die Füße nass, gerade bei unbekannten Themen. Du kannst noch so viel lesen, wenn du nicht umsetzt, bringt das alles nichts. Du wirst auch nur einen Bruchteil von dem lernen, was du lernen könntest. Wenn du jetzt dir anliest, wie man in ETFs, wie man in Immobilien, wie man in Kryptowährungen investiert und das weißt,
aber erstmal 5 Jahre wartest, bis du das machst, so wie ich zum Beispiel, richtig clever, dann weißt du zwar irgendwann alles, startest aber viel später, manchmal auch gar nicht, weil du denn vielleicht zu viel weißt und wir wissen alle irgendwie, wenn man zu viel weiß, kann es auch blockieren. Deswegen fang da an, einfach mit kleinen Beträgen, egal. Learning by doing ist tatsächlich so. Lies dir das an und setz es gleich auch um. Und wenn das mach, wenn du mal, ich habe meine erste Aktie war zum Beispiel Facebook, richtig geiles Ding, war richtig gut gelaufen. Die habe ich immer noch, die würde ich auch nie verkaufen, auch wenn die jetzt hier runtergegangen ist und ich mittlerweile wahrscheinlich 600% Gewinn machen hätte können mit der Aktie, die ich gekauft hatte. Das ist einfach so ein mentales Ding, aber ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Ich wusste gerade so, wie ich eine Aktie kaufe und habe dann gedacht, auf Facebook ist cool, nutze ich selber, mach doch mal. Ich rate jetzt nicht unbedingt zu Einzelaktien kaufen, aber wenn es der Weg für dich ist, erstmal damit anzufangen, auch cool. Ja? Mein Weg ist mittlerweile ein anderer, ich empfehle dir auch was anderes, aber komm erstmal rein, mach auch ein paar Fehler. Wenn du weniger Fehler machen willst, melde dich gerne bei mir, da können wir auch gerne mal dazu sprechen, dass du gerade diese Anfängerfehler nicht machst. Genau, und hol dir eben Hilfe dazu, weil sich gerade in dem Bereich eben auf Ort tausendfach ausbezahlt. Also ich habe ja auch schon viele Mentoren, viele Coachings gemacht in allen vielen Bereichen, also nicht nur im Finanzbereich, aber tausende Bücher schon gelesen. Hier steht rechts neben mir steht ein Regal mit wahrscheinlich 400 Büchern. Noch nicht alle gelesen, fair enough. Wenn du jetzt jemand bist, der mein Zimmer hier kennt, wirst du auch wissen, dass ich da noch nicht alles gelesen habe, aber ich habe vieles gelesen. Und jedes dieser Bücher hat sich wahrscheinlich tausendfach ausgezahlt, also ein 10-Euro-Buch. Weiß ich nicht. Kannst du selber ausrechnen, wenn ich da eine Idee kriege, wie ich was Cooles investiere, 1.000 Euro investiere über die nächsten 10 Jahre, kannst du ja ungefähr ausrechnen. Genauso Coachings. Also da gibt es so viele coole Sachen, die man sich angucken kann. Wie gesagt, auch bei mir gerne. Aber ganz offen, da sind auch coole andere Leute. Manchmal klickt es ja auch zwischen einem nicht. Deswegen würden wir ja sowieso erstmal einen Call machen, nur am Rande, um einfach zu sehen, funktioniert das zwischen uns? Habe ich auch das richtige Programm für dich und eben den richtigen Weg, den du da auch gehen willst, auch die richtigen Ziele. Manche wollen ja Sachen viel schneller machen. Manche sagen auch, ach nee, wenn ich bis 65 habe, 2.000, 3.000 Euro Cashflow habe, reicht mir das. Können wir auch zusammen machen. Ist halt super easy. Da brauchst du auch tatsächlich nicht ganz so viel investieren und nicht ganz so viel Zeit investieren. Aber das ist nur am Rande. Genau. Aber hol die Hilfe dazu. Also sei es Bücher, sei es irgendwelche Online-Kurse, sei es ein Mentoring. Sei es Leute in deinem Umfeld, wenn du siehst, jemand investiert in irgendwas, frag doch einfach mal. Die meisten, die investieren, die teilen es gerne, mach aber nicht den Fehler zu fragen und den auszufragen und ganz einseitig, laden auch mal gerne zum Essen ein oder und setz dann vor allem auch um. Das ist für mich immer das Ärgerlichste, ehrlicherweise. Die Leute fragen dann einen aus, Tage, Wochen lang. Man gibt dann Tipps ohne Ende und versucht dann sogar die Sachen zusammen umzusetzen und dann kriegen sie es nicht gebacken umzusetzen. Das ist dann für mich immer so ein bisschen ärgerlich. Und dazu eine Anfrage. Wo stehst du gerade? Lass mich doch mal gerne deine Aktualisationen wissen, Situation und deine größte Herausforderung. Lass es gerne mal in den Kommentaren, was jetzt aktuell deine größte Herausforderung ist. Vielleicht ist es, dass du prokrastinierst, dass du nicht den ersten Schritt machst. Warum machst du nicht den ersten Schritt? Welches Thema möchtest du dir gerne angucken? Wo stehst du gerade? Und was wäre so ein bisschen dein Ziel? Lass mir das gerne mal in den Kommentaren, würde mir echt helfen. Und vielleicht kann ich dir da auch noch einen kleinen Impuls geben auf deine Situation. Genau. Nächstes Thema. Für jedes Alter die richtige Summe. Dafür bist du ja heute gekommen. Ich kann natürlich, und Vermögen ist nicht alles, kann natürlich jetzt nicht sagen, ja, brauchst 2.000 Euro pro Monat an Cashflow und 300.000 Euro bei Alter X. Super schwer zu wissen, weil ich nicht weiß, wo du wohnst, wie dein Lebensstil ist und so weiter. Aber ich versuche jetzt mal, mich ganz nah anzunähern, wie ich da rangehen würde. Und du musst dir dann so ein bisschen ein paar eigene Gedanken machen. Gerne melde dich da auch gerne bei mir, dann können wir das auch gerne zusammen machen. Aber ansonsten, genau. Vermögen ist eben nicht alles. Eher eine gute Basis. Also hilft dir am Ende nichts, wenn du eine Million hast. Klar, es ist geil. Wenn du aber kein Cashflow abwirfst, dann musst du die Million ja verzehren. Dann musst du ja da dir das auszahlen. Du kannst ja gerne mal ausrechnen, was 3.000 Euro jeden Monat auszahlen, wie lange deine Million hält. Die hält mittlerweile nicht mehr so lange. Also diese 3.000 Euro ist mit der Familie auch naja, eher dünn. Je nachdem, wo du halt lebst, ist es jetzt halt schwierig zu sagen. Klar, wenn du jetzt in Thailand lebst und da vielleicht 1.000, 2.000 Euro brauchst, hält es vielleicht ein bisschen länger. Aber rechnen die Inflation mit ein, wenn es nicht Cashflow produziert, wenn es keine Rendite produziert, ist es echt schwierig. Und deswegen Cashflow, und das ist mein Credo generell, Cashflow ist eben die finanzielle Sicherheit. Wenn du 100, 200, 500.000, 2.000, 5.000 Euro im Cashflow jeden Monat kriegst und das jeden Monat und das vielleicht sogar wächst und die Assets dahinter auch noch wachsen, mega cool. Und je nachdem, wie du eben deine Ziele sind,
kannst du eben dich auf verschiedene Themen da viel fokussieren. Wenn du jetzt eher älter bist, dann solltest du vielleicht gucken, Sicherheit mehr und mehr Vermögen, dass du wirklich mehr wie so ein Backbone hast, wie so ein richtig starkes Konzept, was dir natürlich einen Cashflow bringt, was aber auch vor allem sicher ist. Und es kommt jetzt wieder auf deine Situation an. Wenn du sagst, ich will noch ein bisschen arbeiten, habe ja auch noch andere Sachen und so, dann kann sowas auch mal ein bisschen riskanter sein, aber generell jetzt mal von der reinen, ohne dich zu kennen, wenn du jetzt ein bisschen älter bist, ein bisschen älter meine ich jetzt, weiß nicht, 45, 50 plus, vielleicht noch ein bisschen älter, mit 45 kann man ja schon noch auch ins Risiko gehen, genau. Und ansonsten, wenn du jetzt jünger bist und eher auf Wachstum stehst, wenn du auch wenn du 50 bist, kannst du noch ins Wachstum gehen, kommt halt auf deinen Lebensplan drauf an. Wenn du sagst, ich möchte bis 70 arbeiten, hast du immer noch 20 Jahre und wie man bei mir gesehen hat, wenn man die richtigen Sachen tut, ein bisschen Vermögen hat, kann man in 20 Jahren, also ich habe es wie gesagt in 5 Jahren geschafft, gut Cashflow aufzubauen, sodass es mir reicht. Deswegen, egal wie alt du eigentlich bist, das ist jetzt bloß so eine grundlegende Daumenregel, mehr Risiko kannst du gehen, wenn du jünger bist und mehr auf Cashflow gehen. Dadurch kannst du halt auch schneller wachsen. Das ist halt wichtig, weil du kannst das schneller reinvestieren. Das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, deswegen ist ja das auch so schnell gewachsen. Ich verlebe noch nicht allen meinen Cashflow. Ich nehme den eigentlich, investiere den in Weiterbildung, in Coachings, für andere Sachen auch, teilweise für Business, für YouTube und solche Themen, dass da ich da noch ein bisschen mehr besser werde, aber vor allem auch für Finanzthemen und reinvestiere das vor allem in meine Assets. Dadurch wachsen die schneller. Dadurch komme ich da schnell aus dem Risiko raus, kann vielleicht wieder in andere Sachen investieren. Und solche Sachen kann man eben mit Fokus tun. Konkrete Zahlen, wie gesagt, zu nennen, ist eben schwierig und kommt eben auch voll auf deine Situation an. Daher buch dir gerne ein kostenloses Gespräch unter www.unendlichwochenende.de/links. Da sind ganz viele Links aufgetafelt. Ich glaube, ganz unten ist Termin buchen. Buch dir einen Termin und ich gebe dir da ganz gerne und offen und transparent eben mit meiner Einschätzung für dich. Je nachdem, wie alt du jetzt bist. Wir gehen dann normalerweise in den Terminen mit den Leuten, mit den Menschen so ein bisschen durch, was ist schon vorhanden, welche Sparrate ist vorhanden, was ist damit möglich in Jahr XYZ, was kann man da machen und was solltest du vielleicht noch tun. Ganz easy, ich gebe da gerne so viele Tipps, ich habe da schon Calls gehabt, 2-3 Stunden, kein Witz, und habe da so viel Mehrwert gegeben wie möglich und die Leute entscheiden dann einfach, ob sie, ja, ich gucke mir das mal an, cool, mega, mach das jetzt mal alleine, ich versuche da mal ein paar Sachen und im Zweifel komme ich nochmal auf dich zurück. Ey, alles cool, genauso soll es sein. Und meisten erreichen auch auf jeden Fall darauf auch hin was. Genau. Ansonsten mal ganz grob mit 20 Jahren. Zielfokus sollte da sein, hohes Risiko. Das ist jetzt kein Gambeln oder so. Ich meine, hohes Risiko verstehen ja viele immer falsch mit, ich bin an der Spielbank gefühlt. Nee, du sollst das Geld nicht rausschmeißen, sondern du sollst ein höheres Risiko gehen, bedeutet auch Kryptowährungen sind super interessant für dich. ETFs kann man machen, sollte man langfristig auch machen, aber vielleicht auch Einzelaktien, da musst du dann so ein bisschen gucken, wie viel Lust du drauf hast und eben Immobilien zu machen, aber da kannst du halt auch mal Modelle gehen, die vielleicht ein bisschen riskanter sind, die aber sich auf lange Sicht sicherlich auszahlen würden. Du solltest viel probieren mit 20, in den 20ern noch. Viel probieren und testen und eben Wissensaufbau. Viel wichtiger. Jetzt vielleicht mal lieber 1.000 Euro in den Wissensaufbau stecken und 1.000 Euro mit diesem Wissensaufbau gleich anwenden, als zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit 2.000 Euro in den ETF. Auch cool, dann ist das Geld aber erstmal weg und du musst gucken, wie du weiteren Wissensaufbau machst. Also da wirklich in den Wissensaufbau zu gehen. Mit um die 35 Jahre, was ist das Ziel? Aus meiner Sicht weiter hohes Risiko. Ich gehe auch noch volles Risiko. Also aus meiner Sicht habe ich noch so viel Zeit, da auch Sachen zu verschmerzen. Wenn jetzt, also weißt du wahrscheinlich aus einer anderen Folge, von 700.000 Euro Kryptovermögen runter auf sehr viel weniger durch ein paar Fehler. So eine Sache kann ich verschmerzen, weil ich weiß, in 2, 3, 4 Jahren geht es wieder los. Ich kann jetzt reinvestieren, wieder Sachen und Cashflow nutzen und bin bestimmt weit drüber wieder demnächst. Kein Thema. Genau, und fokussieren der Strategien. Du sollst dann auf jeden Fall wissen, okay, was ist das Richtige für dich? Also was, wo sagst du, okay, damit mit Thema X und Y gehe ich jetzt wirklich all in und mache da meine Strategie und investiere da wirklich viel Fokus drauf. Jetzt nicht in Zeit. Das heißt jetzt nicht, du musst jeden Tag 5 Stunden investieren. Ah, absolut nicht. Sondern eher deinen gedanklichen Fokus und dein Geldfokus. Dass du jetzt nicht sagst, okay, ich investiere jetzt zu viel Zeit rein. Das ist ja gerade bei dem Kanal hier nicht Sinn der Sache, sondern du solltest eben Wissensaufbau konkreter dann zu auch machen, aber jetzt schon vor allem schon Assets aufbauen, die idealerweise schon Cashflow bringen, den aber
idealerweise reinvestieren. Klar kannst du dir auch was gönnen, klar, wenn du mal so einen coolen Deal machst und vielleicht mehr Cashflow dann aufbaust, kann man sich auch was gönnen. Aus meiner Sicht ist es aber schnell besser, wenn du das reinvestierst, weil an meinem Beispiel oder auch an anderen Beispielen habe ich gesehen, dass dann anstatt, wenn man sich Ziel setzt, zum Beispiel 20 Jahre möchte ich 2000 Euro haben, wenn man die ersten 5 Jahre massiv reinvestiert, dann kann man das auf einmal auf 10 Jahre verkürzen und wie cool ist denn das, in 10 Jahren auf 2000, 3000 Euro Cashflow aufzubauen. Und es ist möglich, wirklich. Genau. So, mit 45 Jahren, jetzt sollte man das Risiko leicht rausnehmen, je nachdem, wie deine Situation ist. Wenn du mit 50, mit 55 aufhören willst, du hast jetzt schon gutes Kapital angespart und gehst da jetzt wirklich all in den Assets, weil du vorher das nie gemacht hast, dann kannst du noch ein bisschen Risiko gehen. Wenn du aber weißt, okay, hey, ich habe jetzt noch Bock bis 65 wirklich zu wachsen, dann kannst du immer noch Risiko gehen. Aber wie gesagt, nur dediziert. Ich würde jetzt nicht mehr zu viel, also nicht mein ganzes Kapital zum Beispiel in Krypto reinpacken. Das machen ja auch leider viele. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Mittel sind eben jetzt schon vorhanden und kann man gezielter eben für Cashflow einsetzen. Wenn du jetzt mit 45, aus meiner Sicht, ich habe auch mal einen Artikel gelesen, ich glaube, man sollte mit 45 so um die 200.000 Euro haben. Finde ich eigentlich viel zu wenig. Ist natürlich auf die Situation jetzt angesehen. Ne? Manche haben sich mit dem in den letzten Jahren nicht damit beschäftigt. Mit 45 ist ja auch gerade so eine Generation, die nicht die Möglichkeiten hatten, sich viel früher damit zu beschäftigen. Sollte es jetzt aber schon ein gewisses Vermögen an Cash haben. Wenn das nicht da ist, hast du idealerweise ein Haus gekauft, was du jetzt vielleicht beleihen könntest für andere Investitionen. Solche Überlegungen kannst du dir eben machen. Genau. Und was ist mit 60 plus? Ja, je nach Situation wie genau das Gleiche. Wenn du jetzt noch was reißen willst, kannst du schon nochmal versuchen, ein bisschen ins Risiko zu gehen. Ich würde jetzt aber den Risikoanteil ein bisschen weiter rausnehmen, weil es kann nach hinten losgehen. Sachen aber jetzt trotzdem noch versuchen, eben das Vermögen zu schützen, Cashflow-basiert nutzen. Weil wenn du jetzt 60 plus bist, solltest du, ich will jetzt eigentlich keine Zahl sagen, aber ja, 300.000, 400.000, 500.000 sollten da sein. Ich glaube, die Statistiken sagen, man sollte so 350.000 Euro haben, finde ich aber deutlich zu wenig. Ich weiß nicht, wohin man damit soll. Also wenn man das gut anlegt, und das ist eben der Punkt, wenn man jetzt einen Cash hat und denkt, das ist jetzt, man hat ausgesorgt, na, weiß ich nicht. Würde ich nochmal drüber nachdenken. Wenn man jetzt aber, sagen wir mal, du hast 200.000, 300.000 Euro zur freien Verfügung, weil du jetzt doch nochmal was gekriegt hast, weil du jetzt doch noch was aus der hohen Kante hast und das immer nur ein Sparvermögen hattest, dann ist jetzt höchste Zeit, damit was zu machen, weil das ist richtig teuer gerade. Also 10% Inflation kostet sich bei 300.000 Euro jedes Jahr 30.000 Euro Kaufkraft. Das ist viel Geld, was da weggeht. Von daher, mach da was. Genau, ich hoffe, das hat euch schon mal so ein bisschen Einblick gegeben. Ist, wie gesagt, ist schwer zu sagen, irgendwelche Grenzen oder sowas. Also wie gesagt, ich glaube, mit 35 sollte man um die 100.000 haben oder sowas. Ich habe deutlich mehr. Ich bin auch der Meinung, man sollte deutlich mehr haben, je nachdem, halt, wo man angefangen hat und wie viel Sparrate man halt durchsetzen kann, wie die eigene Situation ist. Die andere Zahl hatte ich auch schon ein bisschen genannt. Die persönliche Checkliste. Wie kommst du jetzt so ein bisschen an deine Ziele? Ich habe ja auch schon Folgen dazu gemacht, finanzielle Ziele setzen, auch einen Finanzplan aufsetzen. Das werde ich jetzt nicht nochmal erklären. Da kannst du gerne auf meinen Kanal gehen und dir die Videos dazu angucken. Habe ich ganz wirklich haarklein erklärt, wie man das macht, wie man da vorgeht, wie du dir das auch setzt. Genau. Aber ansonsten so eine Checkliste, um die einfach mal zu machen. Mach dir eine Haushaltsrechnung. Also ich weiß, doofes Thema, nervt, hat mir aber auch und vielen meiner Kunden einfach auch geholfen, am Anfang einfach Überblick zu kriegen, wie viel habe ich denn eigentlich übrig am Ende des Monats, wie viel kann ich denn investieren. Macht ihr da auch ein Kontenmodell, habe ich auch Folgen zugemacht, wie du das aufsetzt, habe ich auch einen Blogbeitrag, glaube ich, sogar zugeschrieben, wie du das aufsetzt, wie du das sinnvoll für dich umsetzt. Das muss man nicht ein ganzes Leben lang machen, mach das mal ein paar Monate, vielleicht auch ein, zwei Monate, wenn es dir dann reicht, wenn du weißt, okay, das ist relativ stabil, dann passt das auch. Und das ab und zu mal wieder aktualisieren, ist dann eigentlich auch kein Thema. Falls du, wie gesagt, sie gerade eben schon gesagt, in deinem Alter jetzt noch nicht in den Bereichen bist, die ich gerade so ein bisschen genannt habe, also du hast zum Beispiel mit 45 noch keine Immobilie, noch kein aktienbasiertes Investment und noch keine Kryptowährung. Hast jetzt vielleicht aber ein bisschen Geld, dann ist jetzt höchste Achterbahn aus meiner Sicht, da was zu tun. Genauso aber mit 35. Ich glaube, auch mit Mitte 20 kann man schon mal langsam anfangen. Da ist natürlich wichtiger, je nachdem, wo du jetzt auch wieder stehst, manche verdienen ja mit Mitte 20 schon 10.000 im Monat, dann hast du jetzt andere Prioritäten. Aber versuch da, dein Einkommen zu erhöhen, deine Sparrate einfach zu erhöhen und das dann sinnvoll auch anzulegen natürlich. Genau, das sind jetzt so ein bisschen die Steps. Prüf deine Assets mal, prüf deine Vermögen und fang einfach da an.
und setzt, und wie gesagt, auf die anderen Folgen hingewiesen, guck dir mal finanzielle Ziele an, wie du die setzt. Vielleicht hast du die auch für dich schon. Ey, in 10 Jahren möchte ich gerne 2000 Euro jeden Monat haben. Das ist machbar. Wirklich, wirklich machbar. Man muss halt anfangen. Viele sagen, ah, das ist nicht machbar, aus dem Gefühl heraus, weil sie eben wissen, sie fangen nicht an. Wenn du aber weißt, 10 Jahre ist eine riesenlange Zeit. Ich habe mir auch erst 15 Jahre als Ziel gesetzt, dass ich da ein paar tausend Euro jeden Monat habe. Habe es jetzt eben schon nach 4, 5 Jahren erreicht. Und das ist halt die Magie dahinter. Du musst halt anfangen, du musst dir halt ein Ziel setzen und du rutscht einfach viel näher an das Ziel. Du erhöhst das Ziel dann irgendwann auch, habe ich auch gemacht. Man darf da natürlich nicht in so eine Spirale geraten, habe ich auch eine Folge zu gemacht, weiß gar nicht, wie die heißt, aber dass man eben nicht wie so ein Esel hinter einer Karotte hinterher rennt und immer seine Ziele erhöht, dann habe ich auch nichts gewonnen. Klar habe ich dann irgendwann mein Cashflow vielleicht erhöht, wenn ich aber die Verbindlichkeiten oder die Verantwortlichkeiten und die Zeit, die ich dafür investieren muss, auch deutlich erhöhe, ist es natürlich nicht so cool. Genau. Wie gesagt, ansonsten loslegen. Kurze Zusammenfassung dazu. Wir haben uns Herausforderungen angeguckt, was für dich wichtig ist, also was, wo du vielleicht jetzt gerade stehst. Den Anfang anzufangen, also dass es wirklich wichtig ist, anzufangen und auch nicht erst in 10 Jahren uns immer wegzuschieben, sondern fang lieber klein an und dafür stetig. Das ist genauso wie bei allen Themen, beim Abnehmen genauso. Ich würde lieber jede Woche, 4-mal die Woche, 10 Minuten Sport machen, als alle 2 Wochen einmal 40 Minuten. Würde ja auch jeder Arzt sagen. Bleibst du länger dran, hat einen gesundheitlich besseren Effekt. Das zieht sich bei allen Sachen durch. Wenn du Sachen lernst, ist es auch langfristiger, wenn du wirklich länger kleinere Einheiten machst. Und deswegen fokussiert es mal bei dem Thema vielleicht auf 1, 2, 3 Stunden in der Woche. 3 Stunden ist schon wirklich cool, wirklich gut am Anfang. Wenn du das durchziehst, wirst du in einem Jahr da vielleicht noch 2, 3 Stunden im Monat brauchen und einen coolen Weg schon haben. Das verspreche ich dir. Genau. Dann haben wir darüber gesprochen, wie viel du brauchst ungefähr. Wie gesagt, ich konnte jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber so ein bisschen ein paar Indikatoren konnte ich dir nennen und eine grobe Checkliste. Genau. Und ansonsten, damit solltest du aus meiner Sicht erstmal alles haben, um es sinnvoll für dich umzusetzen. Falls dir einer der Tipps für diese Berechnung zu deinen Gunsten verbessern geholfen hat, lass mir doch gerne ein Like da. Und ansonsten, wenn du weitere Tipps haben möchtest oder selbst Tipps hast für die Community, für andere, dann lass mir doch gerne einen Kommentar da. Ansonsten, zu guter Letzt biete ich dir eben noch gerne mein 1:1 Mentoring dazu an. Wenn du jetzt weißt, okay, habe ich verstanden, ich weiß jetzt aber nicht die nächsten Schritte, ich habe jetzt schon verstanden, was ich machen muss, ich würde es auch machen, aber ich hätte lieber gerne jemanden, der da nochmal mit drauf guckt, der mir auch ein bisschen Feedback gibt. Das Feedback und mit drauf gucken mal ganz am Anfang können wir so machen, Strategie-Session, wie gesagt, habe ich auch schon mal 2, 3 Stunden gemacht und manche sagen dann einfach, das hat mir jetzt richtig toll geholfen. Ich fange mal alleine an, lass uns mal in ein paar Monaten nochmal sprechen, wo ich bin und vielleicht arbeiten wir dann zusammen. Für mich völlig fein, ich gebe da gerne Mehrwert raus ohne Ende und hat bisher echt gut funktioniert. Vor allem aber kriegst du eine Umsetzungsgarantie, wenn du dich für die Zusammenarbeit entscheidest, dass ich dir wirklich Schritt für Schritt alles zeige, was du brauchst, um damit Erfolg zu haben. Also wirklich, wirklich, also bisher habe ich jeden da in die Umsetzung gekriegt, was mir wirklich wichtig ist, sonst kriegen die Leute das Geld auch zurück. Genau. Und genau das so, dass du eben in wenig Zeit, und das ist mir wirklich besonders wichtig, dass du da nicht den zweiten Vollzeitjob draus machst, da haben viele keine Lust drauf. Bei mir ist es mittlerweile so gefühlt, weil ich da aber einfach Bock drauf habe. Aber viele haben da keine Lust drauf, das wirklich viel zu machen. Sie wollen sich da dediziert mit beschäftigen, aber das passt auch, genau. Und eben ohne Fokus auf die Haupttätigkeit zu verlieren. Und aus meiner Sicht geht das voll, auch nebenbei. Und innerhalb dieses Prozesses, den ich dir dann wirklich zeige, den ich dir auch in dem Call nochmal zeige, wenn du einen Call buchst, dann bekommst du alles, was du brauchst. Du bekommst auch in dem Call schon viel. Du bekommst einen kompletten Plan, du bekommst einen Prozess und Anleitungen dafür und was genau du brauchst, um wirklich damit umzusetzen. Falls du daran Interesse hast, auf jeden Fall, buch dir gerne einen Termin unter unendlichwochenende.de/links, also LinkS, wie Link, bloß mit S noch am Ende. Unten ist ein Button, füllst du einfach, glaube ich, 2 Minuten eine Umfrage aus, würde mich sehr freuen. Da schauen wir dann wirklich nochmal genau rein, wo du gerade stehst, wie ich dir helfen kann, wie ich dir dann in den Termin vielleicht schon helfen kann und was dann die nächsten Schritte sind. Ansonsten wünsche ich dir volle Taschen, egal für welchen Weg du dich entscheidest. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, egal in welcher Form. Und ansonsten schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss.